Herr Kreisky. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, zur Präsentation des Buches Lachen und Sterben von Franz Schuh. Es ist ein Buch, das mit sehr viel Enthusiasmus und Lob begrüßt wurde, zu Recht, wie ich meine. Und es beinhaltet verschiedene Textsorten, Essays, Reflexionen, Satiren, Gedichte, sogar ein Drama. Und es freut mich, dass ich das heute hier im Kreisky-Forum mit Franz Schuh vorstellen kann. Franz Schuh wird zu Beginn aus dem Buch ein paar Sachen lesen und wir werden dann über das Buch sprechen. Bitte, Franz. Ja, und vielleicht auch über eine Reihe anderer Sachen. Ich möchte unbedingt bemerken, dass ich als Krankheitsfall, als der ich in meine eigene Lebensgeschichte eingehen werde, also in der ich fast eingegangen bin, dass ich nicht geglaubt habe, jemals wieder normale, sogenannte normale Wege zu beschreiten und das auch noch im Kreisky-Forum. Das ist sozusagen wirklich ein Glück und ich wage es, in diesem seltsamen Glück ein paar Texte zunächst vorzulesen. Der Tod des Vaters. Ich habe einen Vater, könnte ich stolz sagen, der an seinem Starrsinn zugrunde ging, nicht an einer der blöden Krankheiten, die jeder haben kann, nicht an einem Unfall, der einem jeden passieren kann. Nein, mein Vater starb an seinem Glauben, dass für ihn extra nur eine Todeskrankheit existiert, der Herztod, wenn auch nicht der plötzliche, sondern der lange vorbereitete, der lange vermiedene, den ein Schrittmacher unaufhörlich ins Ziel zu begleiten hat. Die Blutdrucktabletten, der Schatz des Vaters, lagen in einem Regal über dem Bett. Sein Credo war damals, der Mensch wird nicht durch einen Schrittmacher am Leben gehalten, sondern am Leben hält der Mensch den Schrittmacher. Mein Vater erlitt einen frühen Tod. Ein paar Wochen vor der Schrittmacherkontrolle im AKH, auf die er fest hingelebt hatte, Künstlerpech nennt man das in der Lebenskunst, als er eines Tages ins Spital kam, der starrsinnige Alte, mein Vater, mit einer Bronchitis verließ er es, sobald er nur stehen konnte. Er weinte sich unverletzlich, auf dem Gebiet einer solchen Krankheit, standfest gegenüber der Bronchitis. Man stirbt ja nur den Herztod. Und ein paar Monate, nachdem er das Spital auf eigene Rechnung verlassen hatte, starb er an einer Lungenentzündung. Das Wasser war aus Vaters Lungen nicht mehr herauszukriegen. Es schwemmte wohl auch seinen Schrittmacher aus der Funktion. Tod ist tot, sage ich heute. Da darf man nicht wählerisch sein. Das folgende ist eine Liebeserklärung an einen Mann, der einmal ein Kaffeehaus geführt hat. Das Café Altes Stadttheater, ein Café, das ich besonders liebte, auch deshalb, weil dort ein berühmter Mann namens Spieß, Karl Spieß, einer, der vom Kitsch lebt, was ich auch gern täte, aber mir gelingt das nicht, weil ich nicht so viel arbeiten kann oder möchte. Und durch den Spieß habe ich diese wunderbaren Menschen kennengelernt. Meinen Lieblingsschauspieler auf der Kitsch-Ebene, Herrn Christian Kohlund, ein Schweizer, ein Wahnsinn von einem Mann mit einem dicken Schal im Sommer, also eine wunderbare Figur, der allerdings für so ein Burgtheater oder was nicht getaugt hätte, wie meiner Meinung nach umgekehrt Gerd Voss.
für die sagenhaften Rollen des Kohl und vollkommen unfähig gewesen wäre. Also für Rudi Hensler das Gedicht Alte Donau. Am Tag, als der Rudi starb, da war noch Karten spielen und mit den Würfeln hat er es auch gehabt. Sein ganzes Leben lang, der Rudi. Am Tag, als er starb, war eine Hitzewelle. Der Rudi und seine Haberer sind bei 34 Grad im Juni vom Spültisch aufgesprungen und in die alte Donau schwimmen gegangen. Am Tag, als der Rudi starb, ist er noch am Gänsehäufel vorbei bis oben zum Neujahr geschwommen. Beim Bundessportbad und auf der anderen Seite beim Birner war der Rudi immer gern Schwimmer. Am Tag, als er starb, sind seine Haberer aus dem Wasser gerät und haben sie mit den Handtücheln angetrocknet. Der Fritzl hat gefragt, wo ist eigentlich der Rudi? Aber da ist der Rudi schon mit dem Kopf unter dem Wasser von der alten Donau gelegen. Zum Schluss ein Text, bei dem ich garantieren kann, dass er nicht von mir ist, sondern ein Originaltext mit einem Event, das man nicht glauben soll, dass es das tatsächlich gibt. Nicht? Man könnte hier eine Vorlesung halten über die Realität von Klischees. Und es gibt ja das Klischee vom Tod in Wien. Und Tod in Wien heißt auch der Text. Ein Zitat. Schock am Dienstag, während der Fahrt, polterte plötzlich ein Sarg aus einem Fahrzeug der Wiener Bestattung auf die Straße und zersplitterte. Der Transporter war gegen 11 Uhr auf der Atzgersdorfer Straße, Ecke Riedlgasse, unterwegs, als sich aus bislang ungeklärter Ursache die Ladetür öffnete. Der Sarg hätte aus Leinz in die Bezirksbeisetzungskammer Favoriten gebracht werden sollen. Genauere Details zu dem oder zu der Verstorbenen werden von der Wiener Bestattung aus Rücksicht auf die Hinterbliebenen nicht veröffentlicht. Die Straße sei in diesem Bereich sehr steil gewesen. Man gehe jederzeit von einem technischen Defekt aus. Bei dem kleinen LKW von Mercedes handelt es sich um einen sogenannten, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Furgon. Wie das Fahrzeug im Bestatterjargon, den ich noch nicht beherrsche, heißt. Mit diesem Bestatterjargon werden regelmäßig Verstorbene von den Kühlhäusern der Spitäler zu den Leichenhallen transferiert. Der gekühlte Transporter bietet Platz für insgesamt 10 Särge. Bei dem heutigen Vorfall war nur eine Leiche an Bord. Der Fahrer, der alleine von Hitzing auf dem Weg in eine Bezirksleichenkammer in Liesing war, reagierte pietätvoll und richtig, indem er die Leiche in einen Sanitätssarg umbettete und den zerborstenen Holzsarg so gut wie möglich abdeckte. Die Angelegenheit war in etwa 10 Minuten erledigt, auch durch die Unterstützung alarmierter Kollegen. Der oder die Tote blieb unversehrt. Die Angehörigen, sofern es welche gibt, wurden über den Vorfall informiert. Wir sind untröstlich, dass das passiert ist, beteuerte der Sprecher der Wiener Bestattung. Dass die Verriegelung der hinteren Türe defekt ist, das sei klar. Wieso sie versagt hat, weiß man nicht genau.
Auf der steilen Rosenhügelstraße wäre der Sarg jedenfalls aus dem offenen Transporter gerutscht. Dem Fahrer könne man einen technischen Defekt nicht vorwerfen. Er erlebte unschöne Minuten am Dienstagvormittag. Damit nicht genug, dass der Sarg auf der steilen Rosenhügelstraße aus dem Wagen rutschte, da sich der Tote oder die Tote in einem Holzmodell befand, zersplitterte der Sarg auf der Straße. Der Vorfall wurde vom Sprecher der Bestattung Wien bestätigt, mit dem Hinweis, dass so ein Vorfall trotz 30.000 jährlich durchgeführter Fahrten noch nie vorgekommen sei. Glück im Unglück. Der Fahrer des Leichenwagens brauste nicht davon, sondern bemerkte den Vorfall sofort und bettete den oder die Verstorbene, Details werden nicht bekannt gegeben, mit zu Hilfe gerufenen Kollegen in einen Sanitätssarg aus Metall um. Der zersplitterte Holzsarg wurde pietätvoll abgedeckt. Als Ursache des tragischen Missgeschicks wird ein technischer Defekt genannt, da der Wagenlenker vor Fahrtantritt die Türe vorschriftsmäßig verriegelte. Die Hinterbliebenen des transportierten Toten oder der Toten wurden verständigt bzw. würden verständigt, falls es Hinterbliebene gäbe. Spuren des Unfalls, der ein Vorfall ist, also eigentlich ein Rausfall in den Abfall der Straße, sind an dem Körper, also an der Leiche übrigens nicht ersichtlich. Nach dem Vorfall stand der Fahrer des Unglückswagens unter Schock. Er wurde noch am Dienstag vorzeitig nach Hause geschickt. Dankeschön. Wunderbar. Man sieht, der Tod ist eine absolut unernste Sache auch unter Umständen, oder? Ist es nur unsere Reaktion auf diesen Schrecken, der uns einfach so inkommensurabel reagieren lässt? Die Geschichten, die du jetzt gerade gelesen hast, der Vater, der sich sozusagen kapriziert auf eine Todesart und dann eine andere erleidet, oder dieser Slapstick da bei der Fahrt zum Begräbnis. Ja, der Tod mag eine große Reihe komischer Effekte haben, wenn man ihn darstellt. Dass er tragische Effekte hat und tragische Affekte auslöst, ist generell bekannt. Aber die Komik des Todes und seine Tragik hängen ein bisschen miteinander zusammen. Nicht sehr, aber ein bisschen. Denn man muss sich vorstellen, ein Mensch hat irgendwie, ob er will oder nicht, biologisch vor allem, so wie der Philosoph Schopenhauer nicht aufhört, es uns zu erklären, nicht der Wille, der sozusagen uns beherrscht und uns im Grunde unglücklich macht. Es ist besser, tot zu sein, nicht geboren zu sein, ist eine antike Weisheit, die Bolger erwidert hat mit dem komischen Satz, aber wie passiert das schon, nicht? Also da ist eine ständige Aufheiterung möglich, dadurch, dass der Tod sowohl was Unvermeidliches hat und auch auf der anderen Seite, da hat ein Mensch sein Leben alles investiert in dieses Leben, nicht? Da hat er, wir wollen gar nicht daran denken, dass es sich um einen sterbenden Unternehmer handelt, denn Unternehmer sind ja unsterblich, nicht? Kaum ist einer tot, ist der Nächste schon da. Und das ist auch gut so, denn dort, wo keine Unternehmer sind und so weiter, kennen wir ja alles. Aber da hast du alles investiert, da bist du dran gehängt und dann gibt es plötzlich das Nein. Und plötzlich, dass es zählt nicht. Also Sie finden in der Philosophie
zum Beispiel bei David Hume eine dieser berühmten Äußerungen, die das Sterben begleiten, nämlich die Äußerung, dass ein Einzelner fürs Universum eigentlich nicht zählt. Nicht? Der ist eigentlich wurscht. Ich halte das für ein gefährliches Argument, weil dann, wenn das wurscht ist, kann man ihn gleich umbringen. Ah, das ist dann auch egal. Nicht? Und auf der anderen Seite wird der Tod aufgeblasen. Nicht? Goethe hat versucht, das zu mindern, obwohl er selber ein Feigling war und vor dem Tod Todesangst hatte, indem er sagte, wer dieses ewige Stirb und Werde, der ist ein fremder Gast auf dieser Erde und so weiter. Also der Tod ist auch ein Teil unserer Heimeligkeit in dem Leben. Und alles, was heimelig ist, ist gleichzeitig komisch. Kann komisch sein. Nicht? Die tragische Zerrissenheit, die ja auch beschrieben worden ist, dass ein geliebter Mensch stirbt. Nicht? Meiner Meinung nach sagt das weniger über den Tod, sondern mehr über die Liebe. Nicht? Aber das ist eine Streitfrage. Und man muss natürlich wissen, was der Tod ist. Nicht? Und das ist nicht ganz einfach. Ich halte es eher mit der Kaltschnäuzigkeit, mit der man sagt, der Tod, das ist das Verwesende unter der Erde. Also lass mich mit dem Rest in Ruhe darüber. Ne? Du bist ja jetzt mit dem Tod konfrontiert gewesen, direkt. Ne? Du warst jetzt sehr lang im Spital, todkrank, auf Intensivstation und hast aber dieses Buch geschrieben. Gleichzeitig jetzt als Reaktion darauf, als Verteidigung, hast du schon vorher angefangen, hast du schon lang vorher an den Tod gedacht und auch das ist ein Thema, Tod und Lachen, wie reagiere ich darauf? Oder war es dann sozusagen eine Kampfmaßnahme im Augenblick der Konfrontation? Das ist eine unbedeutende, weil ein Einzelner bedeutet sozusagen nichts. Naja, du bedeutest uns jetzt alles, wenn du dieses Buch geschrieben hast. Für die nächsten 10 Minuten. Ja. Aber das ist eine sehr komplexe Angelegenheit, weil wenn man selbst vom Tod konfrontiert ist, ist das etwas völlig anderes, als über den Tod ein Gespräch führen zu dürfen. Ich selber habe aus diesen Todeserfahrungen, die unfassbar absurd sind, also wenn sie die Leichen in weißen Tüchern an dir vorbeitragen, an der Intensivstation, ne? Wenn irgendein Arschloch von Arzt dir vis-à-vis sitzt und den großen Computer eingeschaltet hat und seine Nieren und seine Herzen und seine ganzen Dinge verwaltet. Nicht? Und du liegst da und weißt, jetzt haben sie dich gerade aufgeschnitten und du willst das, was sie aufgeschnitten sehen, jetzt nicht noch in den Übungen eines Mediziners vor Augen haben. Hast du dich da erkannt auf dem Schirm da? Nein, du erkennst dich nicht, obwohl ich schon Verdacht hatte. Aber der ging nicht so weit, dass ich das dann geglaubt habe, was ich da im Verdacht sehe. Also ich bin völlig frei von Todesfurcht. Also das war ich vorher nicht, aber durch das, was ich da gelernt und gesehen habe, in all der Zeit hat mir völlig die Todesangst genommen. Nicht? Ich habe überhaupt eine Neigung. Schon früh habe ich mich mit einer Sache beschäftigt. Ich bin ja irgendwie so ein Literaturwissenschaftler. Nicht wirklich, aber ich studiere Literatur. Nicht? Also, es ist nicht so, dass ich das nur lese. Und, oder schreibe. Oder schreibe. As you like it, also wie es euch gefällt, nicht? Das ist eine Shakespeare-Komödie. Und aus dieser Shakespeare-Komödie ist etwas ganz Berühmtes, weil nämlich ein amerikanischer Sänger, Elvis Presley,
das zu einer Zeile eines Songs gemacht hat. Someone said the world is a stage. Also jemand, das war der Shakespeare, der das sagen hat lassen. Nicht? Die kritischen Shakespeare-Kenner sagen, diese Shakespeare wollte da über das Leben, das du als greinender Knabe beginnst und wiederum beendest, als greinender Knabe, den alles hinten heraus rinnt, sogenannter Greis. Mhm. Das sei gar nichts, weil das sei damals in dieser Shakespeare-Zeit hundertmal, tausendmal vorgeführt worden. Also das sei eine feststehende Metapher gewesen. Das ist mir aber wurscht, weil ich bin ja kein Literaturwissenschaftler, sondern ich studiere das. Und das Auffallende an diesem Text ist, wie ein Lebensalter ins andere hineinrutscht. Und alle diese Lebensalter haben in dieser Shakespeare'schen Darstellung, alle diese Lebensalter haben eine Selbstverständlichkeit. Da gibt es eigentlich nicht das bei Shakespeare, was es im realen Leben ununterbrochen gibt. Es gibt kein Ressentiment, sondern die wachsen in diese Figuren hinein. Mhm. Ne? Ich habe den Goethe schon zitiert. Ne? Also ist ein fremder Gast, also wenn man dieses Stirb und Werde, ne? Und es stirbt immer was. Mhm. Und zum Schluss bist du ganz weg. Mhm. Und das ist dann für die Literatur nicht mehr sonderlich interessant, es sei denn, du hast in der Geschichte oder hast eine Geschichte gemacht. Mhm. Aber die bloße Individualität, das hat einmal ein Redner bei den Salzburger Festspielen gesagt, ein Vorredner, den sie dann nie wieder eingeladen haben, und sie haben nie wieder haben sie eine solche Vorrede machen wollen. Denn der hat gesagt, diese Einzelnen sind nur dazu da, damit die Gattung weiterlebt, und die Gattung lebt eigentlich nur in Beethoven und in Mozart und so weiter. Ne? Die Selbstverachtung des Menschlichen gehört zur wesentlichen intellektuellen Bildung, nicht? Das musst du können, damit du sozusagen da in der großen Reihe mit aufmarschieren darfst. Aber das, ein bisschen ist dieses Thema, aber da kommen wir vielleicht noch später drauf, das Thema Eitelkeit, das bei dir auch so da ist. Ne? Also wie sehr dürfen wir uns selber und wie sehr müssen wir uns selber zurücknehmen. Aber lass uns noch ein bisschen darüber reden, wie es dir gegangen ist, also wie du deine Todesangst zum Beispiel losgeworden bist. Du warst ja ein Notfall. Du bist, wenn ich das aus dem Drama da entnehme, da wurde ja offensichtlich dieser Dr. Nettball, der Züge von dir trägt, starke in dem Drama am Schluss, der schildert ja relativ detailliert, wie das passiert ist, mit teilweise Bewusstseinsverlust, mit wie du bewunderst, wie dich die Sanitäter um die Ecke rollen. Das hast du bewusst mitbekommen, dann teilweise aber nichts mehr und dann aber wieder Intensivstation. Ja, und Operationen und so. Aber vorher hast du doch offensichtlich Todesangst gehabt, und wodurch bist du die dann losgeworden? Ja, durch das Sehen des Todes, nicht? Also durch, also das muss man sich so vorstellen, ich war dann in einem Vierbettzimmer mit lauter alten Herren, wobei mir das klar geworden ist, dass das auf mich hinzeigt. Ich bin auch ein alter Herr, hätte mir nie gedacht, aber war so. Und ich habe zum Beispiel einige Tote überlebt dort. Und ich erinnere mich an ein Sterben besonderer Natur, wo der Sterbende in einer Litanei gesagt hat, ich kann nimmer, ich kann nimmer. Und dann war es wie Weihnachten. Dann kamen die Ärzte und haben feierlich das Bett umstellt. Sie haben nicht gebetet, aber was sie da aufgeführt haben, hat genauso geholfen wie ein Gebet. Angeblich helfen Gebete, aber da war
keine Hilfe. Und dann, Hand auflegen vielleicht. Ja, Hand auflegen vielleicht und dann war nichts mehr. Also dann ist er, und ich habe natürlich... Du bist daneben gelegen. Ja. Und das war, die haben das wie ein Zelt, haben sie den Sterbenden umgeben. Nicht? Und die Ärzte, ich habe leider gegen Ärzte, das ist ganz dumm und sehr selbstschädigend, ich habe gegen Ärzte unauflösbare Vorurteile, da kann man schwer was machen. Ich erzähle eine Anekdote, weil die Sterbeszene mich zu sehr erschüttert in diesem Augenblick. Es kommt eine Ärztin rein, stellt sich vor meinem Bett auf und sagt, wie geht's Ihnen? Ich erkläre ihr, mir geht's den Umständen entsprechend. Das ist keine Antwort. Ich kenne Ihre Umstände ja nicht. Das ist der Arzt, nicht? Aber logisch, ja, nicht? Weil er kann, und ich erkenne... Na gut, du hättest ja sagen können, Sie umstehen mich ja als Teil meiner Umstände. Nein, da muss ich sagen, da war ich zu verblüfft, um witzig zu sein. Das ist... dass der Tod komisch ist, will ich jetzt nochmal wiederholen. Ich hatte ein Spezialbett von der Intensivstation. So ein super Ding, das rauscht und plätschert und das alles kann. Nicht? Und da gibt es einen Knopf, auf dem steht drauf Exit. Wenn Sie da drücken, stellt die Leiche auf und der fällt raus auf irgendwas, was zur Verfügung gestellt wird. Und das ist doch höchst praktisch und zugleich wahnsinnig komisch. Ne? Dein ganzes Leben mit einem Exit-Knopf beendet. Den kannst du aber nicht als Patient selbst betätigen. Ne? Der ist für dich unerreichbar. So ein Bett bitte kriegst du nur, wenn du als Patient gar nichts betätigen kannst. Das ist ein selbstreferenzielles Bett. Das hat mit dem Patienten überhaupt nichts zu tun. Da kannst du Holzscheite reinlegen. Ich verstehe. Und wann hast du dann angefangen, die Ärzte zuerst, vielleicht noch zu den Ärzten, das widersetzliche Verhältnis von dir zu den Ärzten. Das Widersetzliche ist ja auch ein Lieblingswort von dir, auch dem Titel aber deines ersten Buches auch, yeah. Ne, das Widersetzliche in der Literatur. Und ich denke mir immer, es gibt sicher nicht so viele Leute. Also ich spüre Ärzten gegenüber zum Beispiel immer eine unglaubliche vorauseilende Dankbarkeit, weil ich mir denke, der wird mich heilen und so. Ne. Du aber, ganz ja, anders, du spürst, du hast eine, als ich habe Ärzte kennengelernt. Ich habe natürlich mit zwei Ausnahmen, Gottfried Benn und Ferdinand Selin, ein Vorurteil gegen schreibende Ärzte. Und ich habe einen Arzt kennengelernt, der ein Gentleman war, ein hervorragender Arzt und ein Beispiel, wie es besser gar nicht sein konnte. Und eines Tages entdecke ich ein Buch in meinem zum Glück Einzelzimmer, das ich da schon hatte. Und das Buch hat als Name, als Autorenname den Namen des Arztes. Also dann kam er, wie gesagt, was fällt dir ein? Du bist ein schreibender Arzt, das ist ja unmöglich. Ne? Hat er gelacht und das war nicht er, sondern ein Kleiner, der hieß wie er. Also selbst die Namensgleichheit bringt mich noch um eine Ruhe, ne? Auch wenn es nicht mehr ist. Ne? Aber wie man dann den Tod vergisst, wenn man in den Tod hineinwächst. Mhm. Und ich habe natürlich nur Fälle gesehen, wo der Tod eine Erlösung war, weil die Zustände furchtbar waren. Nicht? Und ich habe ein großes Problem mit der Würde des Menschen. Das ist eine interessante Sache. Weil du kannst die Würde des Menschen sofort jedem, so wie er ist, zusprechen. Aber das funktioniert nicht.
wenn zum Beispiel der Einbeinige vis-à-vis im Bett liegt, ne, vis-à-vis im Bett liegt, der Einbeinige, und der Arzt kommt und sagt, ja, wir müssen da noch einmal operieren, weil das ist, er muss ihn verdinglichen, damit er ihn überhaupt behandeln kann. Weil wenn er dort steht, die Tränen rinnen ihm herunter, der kann das nicht machen. Das heißt, es sind in der Medizin Verdinglichungsprozesse im Gang, bei der es schwer ist, an Würde überhaupt nur zu denken. Und ein Glück, dass man es nicht tut. Ne? Da gibt es eine Passage in einem Essay, ich glaube in dem über die Einsamkeit, wo du sagst, es gibt die Idioten, die herrschenden Idioten, die sozusagen sich kräftig durchsetzen und an die Macht kommen. Und der Rest wird beruhigt mit schönen Phrasen von Wahrheit und Würde und Mitgefühl. Ja. Und der Kitt, der das Ganze zusammenhält, ist die Heuchelei. Und man muss eigentlich froh sein, dass überhaupt geheuchelt wird. Ja. Und da denke ich mir, ist es nicht tatsächlich so, dass man froh sein muss, dass geheuchelt wird? Weil aus der Heuchelei kommt ja dann doch wieder die Möglichkeit, dass sich das, was geheuchelt wird, als Realität verfestigt. Dass dann wieder aus einer geheuchelten Würde tatsächlich wieder so etwas wie die Möglichkeit von Würde entsteht. Also bei den französischen Moralisten heißt es an einer Stelle, dass die Heuchelei der Tribut ist, den das Laster an die Tugend bezahlt. Mhm. Nicht? Es gibt auch Stellen bei Kant, wo dieses Schauspielerhafte der menschlichen Gesellschaft positiv bemerkt wird. Ne? Das ist sozusagen, ich würde unkantisch sagen, da rempeln sie sich ein bisschen weniger an, als sie das sowieso tun. Ne? Also, damit es keine Sicht, ne? Naja, also, und dann gibt es auch also sowas wie die menschliche Komödie. Ich bin ja der Meinung, dass also Balzac, den ich für einen großen Autor halte, da haben sie, also für einen der größten, aber da haben sie jüngst in Ö1 gesagt, kein Mensch lässt es, den Balzac, ich weiß nicht. Da kann man nur sagen, Ö1 gehört, ne? Aber ordentlich. Nein, dieser Bruch zwischen den, das ist jetzt meine These, aber dieser Bruch zwischen den französischen Moralisten, die noch in dieser Tradition denken konnten, wie Seneca oder andere, die menschliches Verhalten beobachteten, und vor allem feststellten, dass es in den meisten Fällen unökonomisch ist, aber das Unökonomische des menschlichen Verhaltens hat eine Logik. Nicht? Und bei der Logik kommen dann diese nietzscheanischen Wendungen hervor, dass das eigentlich alle Schufter des ihres eigenen Eigensinns sind. Nicht? Aber das kann man nur in einer faschistischen Gesellschaft einigermaßen durchsetzen. Man muss aber auch gerade sagen, für die faschistische Gesellschaft, also Göring und Bormann und so, die haben einander nicht sehr gern gehabt. Goebbels hat den Göring auch nicht sonderlich gemacht. Also da gibt es dann diese Konkurrenz und die wird dann mit Gewalt verschleiert. Nicht? Dafür feiert man irgendwelche wie den Heydrich, glaube ich, hieß der rechtzeitig der Welt.at sagen musste, die feiert man dann großartig. Also diese faschistische Pointe, die wir hier nicht vergessen wollen, nämlich es lebe der Tod, durchzieht diese ganze Gesellschaft. Nicht? Und wir haben ein Riesenglück, dass wir so sozialpartnerschaftlich da irgendwie uns durchschwindeln, schauspielerisch. Ja. Und das ist ja teilweise wahnsinnig lustig. Also ich liebe diese Regierung, nämlich jetzt nimmer mehr.
Aber früher, wie sie diese Pressekonferenzen gehabt haben, die haben, man hat das Gefühl gehabt, die haben alle einen steifen Frack an und wackeln dann nach die... Ich finde, sie hätten müssen in weißen Kitteln auftreten. Ja. Der Kurz hätte sollen in weißen Kittel auftreten, genau. Hinter dem Plexiglas, das wäre perfekt gewesen. Genau, genau. Und das Schauspielerische ist ja, wie du richtig sagst, ist das Schauspielerische auch eine Variante von Selbstprogrammierung. Nicht? Du spielst was und am Schluss bist du es wirklich. Ja. Nicht? Und das gilt meistens für die Bösen, wie wir Kriminalromanleser wissen, aber es kann auch für die Guten gelten, nicht? Dass man dann ritterlich wird, weil man ans Rittertum glaubt, wovon ich übrigens abrate. Ja. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück darauf. Jetzt war mal, du bist in dieser schrecklichen Situation, aber irgendwann bist du aus der Intensiv drin rausgekommen. Du warst ja doch ziemlich lang drin. Ne? Du bist dann mehrfach operiert worden. Ja. Und bist dann aber irgendwann, aber in der Intensiv kann man nicht schreiben, oder? Was? Auf der Intensivstation kann man nicht schreiben, da ist man in einem Zustand. Ja, da muss ich leider etwas verraten. Was gescheiter war, wenn ich es nicht sagen würde, aber auf der Intensiv kriegst du Opiate und Morphine ohnegleichen. Und das ist für die Fantasie ungeheuer gut. Mhm. Also du hast Bilder und Visionen, die sogar die österreichische Literatur beim derzeitigen Zustand höchst verbessern würde. Aber das geht nicht. Das ist so wie getobt Sport betreiben. Mhm. Das interessiert auf einer Intensivstation niemand. Mhm. Aber es gibt ja dieses, du bist ja ein musikalischer Mensch im Unterschied zu mir, es gibt ja diesen furchtbaren Bericht von Hanan Kur, der auch auf der Intensivstation war. Und was unter anderem das Wesen der Intensivstation ist, sind die Notfallcomputer, die ununterbrochen und das läuft los. Nicht? Und der intensivstationär untergebrachte Hanan Kur soll gesagt haben, ich weiß ja nicht, ob es stimmt, aber es ist ja nicht gut erfunden, soll gesagt haben, als Musiker ertrage ich das nicht. Ne? Und in Wahrheit ist es eine Variante von Musik, ne? Das Totenglöcklein in der technologischen Hochzeit. Ne? Also das ist schon eine Und mit geweiteten Doors of Perception. Ne? Ja, genau. Mit bist du empfänglich für diese... Wobei ich in meiner Perception etwas ganz Seltsames hatte. Ich war in der Rudolf-Stiftung und grüße die Schwester Renate. Die Schwester Doris grüße ich auch, obwohl sie nicht besonders nett zu mir war. Aber die haben, da hatte ich eine Dauervision, weil in dem Spital gab es kein Fenster auf mehr. Ich habe erst nach Monaten zum ersten Mal frische Luft überhaupt wahrnehmen dürfen, weil da ist alles zu und die haben so eine Temperaturmaschine, die alles das ganze Jahr gleich hält. Mhm. Nicht? Und keimfrei wahrscheinlich auch möglich. Ja, alles Mögliche. Da wollen wir hoffen, dass es keimfrei war. Weil wenn nicht, verstehe ich, warum die alle im Bett liegen. Aber gut, diese Geschlossenheit und dieses Geräusch, das ununterbrochen geht, hat mich in meinen Morphinen in dieses Gefühl gebracht, ich bin auf Reisen. Ich fahre mit irgendeinem Bus durch die Gegend und dann hatte ich diese kompensatorischen Zustände. Darunter verstehe ich, ich weiß nicht, was wollen die von mir, ich kann eh super gehen und wenn Spitze mache Judo-Kämpfe und klettere irgendwelche Dinge hinauf. Nicht?
Und dann verstand ich alle Sprachen. Also ich bin irgendwo hingefahren, diesmal im Zug, und da reden alle Polnisch und ich verstehe jedes Wort Polnisch. Es gibt ein polnisches Huhn, das ist eine Putzfrau, das Huhn. Ja, Huhn, polnische Huhn. Ja. Das spricht Polnisch, wird aber gleichzeitig simultan übersetzt, sodass es wir eh verstehen. Das polnische Huhn ist eine bittere Notwendigkeit, weil da etwas abgehandelt wird, was klar ist. Nicht? Man feiert, und ich sage jetzt mal zu Recht, diese Pfleger und Pflegerinnen, die werden, damit man ihnen kein Geld geben braucht, als Heilige, als eine Variante von Heiligen dargestellt. Aber die Darstellung schon ist so abfällig, dass man, wir sind wieder beim Schauspielen, ne, dass man merkt, na, da kommt keine Kohle mehr raus für die. Ne, weil die haben sich schon erschöpft darin, dass sie da das Lob aussprechen. Und es gibt halt, ich sage es verharmlos, nicht nur zu loben, sondern was zwischen Patient und Pfleger, von Ärzten rede ich bekanntlich gar nicht, ne? Mit der Ausnahme der beiden Großen, die ich kennengelernt habe. Wenn Sie es hören, werden Sie wissen, dass Sie gemeint sind. Ich hoffe, es mischt sich da keiner rein von denen, die mich erleben mussten, die ich nicht gemeint habe. Jedenfalls kommt einer vor, ein Arzt, um das auch zum dem Publikum zu sagen, der trägt den schönen Namen Weider, was an einer Stelle mal dann zu Ausweider ausgedehnt wird. Ne? Das ist auch kein Freund von dir, nehme ich an, der Herr Weider. Nein, Herr Dr. Weider. Der ist schon ein Freund von mir, aber der ist, da muss man sagen, das Original, das dahinter steckt, das sind natürlich ganz anders, aber das Original, das dahinter steckt, hat mir das Leben gerettet. Ne? Mhm. Und ich habe ihm aber gesagt, und dieser Dialog kommt eins vor, ich habe ihm gesagt, wenn Sie glauben, dass ich Ihnen dankbar bin, dann irren Sie sich aber. Und er hat cool gesagt, Dankbarkeit brauche ich nicht. Ne? Das ist schon ein schöner, schöner Diskurs. Darauf kann man aufbauen. Aber jetzt sag noch, wie und wann hast du dann angefangen? Erstens wolltest du sagen, ich schreibe jetzt dieses Buch. Und wie bist du da vorgegangen? Hast du gesagt, ich brauche jetzt ein Tablet? Ich war, wie alle Menschen oft in ihrem Leben, einer Irrmeinung. Ich war der Meinung, dass das Buch schon fertig ist. Ich habe mir gedacht, na gut, jetzt operieren sie mich um 12 in der Nacht. Eolas Leiband Buch ist fertig, und was für mich sehr wichtig war, ich habe eine Lesung von Konrad Beyer, Kaspern am elektrischen Stuhl gemacht, und das war für mich wahnsinnig wichtig und sozusagen ausschlaggebend, habe ich schon hinter mir. Nicht? Naja, und dann erwacht aus der Intensivstation, hat mir der Verleger mehr oder weniger klar gemacht, das ist eigentlich nichts. Also musste ich und wollte auch arbeiten, nicht? Und habe das irgendwie hingebracht. Denn ich hatte das Glück, dass die Morphine mich nicht ruiniert haben. Also ich bin beim Erwachen, konnte ich sogar meine ganzen PIN-Codes auswendig. Nicht? Das ist schon seltsam, aber was ich zum Beispiel nicht konnte, war ordentlich telefonieren, weil die Hände gezittert haben. Ne? Da wird das Telefonieren zu einer Anstrengung. Aber Tastatur von Tablet ging? Ich habe viel mit dem iPad gearbeitet. Mhm. Das ging. Aber beim Computer habe ich, das muss ich zugeben, verschiedene Sachen nicht mehr gewusst. Also, aber das hat man dann sehr schnell dazugelernt. Aber ich hatte im dritten Bezirk im Krankenhaus keinen Computer, ich hatte nur das iPad. Mhm. Ne? Und das mit dem Computer war schwierig, denn die Schwestern werden verrückt, wenn sie zu wenig Platz haben. Ne? Mhm.
Und wenn du ihnen dann sagst, sie müssen da aufpassen, dass das nicht nass wird, dann kriegen sie überhaupt Anfälle. Nicht? Was interessiert die mein Computer? Nicht? Die müssen ein starres Programm da durchbringen. Nicht? Und da hat man auch so unterschiedliche Mentalitäten gesehen. Also ich erinnere mich bei den Barmherzigen Brüdern und im Pflegeheim Wien-Meidling, das klingt schon teuflisch, Pflegeheim Wien-Meidling, aber da war ein großer Unterschied. Im Pflegeheim Wien-Meidling bist du nicht geduscht worden. Und wenn du geduscht worden bist, ist das mit einem schwierigen Apparateaufwand passiert. Nicht? Da wirst du auf irgendwas draufgelegt und das hebt sich dann und senkt sich und das ist ganz kompliziert. Bei den Barmherzigen Brüdern haben sie gesehen, der kann nicht gehen, der kann gar nichts. Nicht? Die haben ja einfach aus dem Bett ausgezahlt, haben nach dem festgehalten, unter die Dusche gestellt und wieder abgeführt. Nicht? Das sind verschiedene Methoden. Alle sind unheilbar. Alle deuten auf Unheilbarkeit hin. Aber lieber duschen als nicht duschen und ungeduscht depressiv sein. Hat Schreiben eigentlich was zur Heilung beigetragen? Mit Sicherheit. Also zur Heilung, das Wort Heilung, also Genesung. Ich bin ein Nietzsche-Anhänger natürlich, nicht? Bei Nietzsche ist dieses Genesen, nicht? Wenn man das isst, darf man hier sogar ins Restaurant. Nicht? Aber bei Nietzsche ist dieses Genesen sein, nicht? Ein heiliger Akt, wo die körperliche Sinnlichkeit erwacht. Aber du bist, siehe Nietzsche, nie wirklich gesund, wenn es dich mal so ordentlich erwischt hat. Hast du das als Stigma an dir, da kannst du tun, was du willst. Ne? Das finde ich ja bei deiner Essayistik, finde ich das ja besonders interessant und gut, dass du bekennst dich zwar zu Dingen, zum Beispiel zu Nietzsche, aber dann doch nicht ohne Reserve, nie ohne Reserve. Auch zur Dialektik habe ich das sehr interessant gefunden, da hast du eine Definition drin, du sagst, du, bei dir ist die Art von Dialektik, die du akzeptierst, ist nicht die zu einer Synthese kommt, sondern die nur die Gegensätze sozusagen aufstellt und gegeneinander arbeiten lässt, aber nicht an einer Synthese arbeitet und an einem Neubeginn. Dann. Ja, darüber könnte man viel sagen. Ne? Es gibt zum Beispiel einen Hegelianer namens Horst Mahler, der früher mal ein sehr Linker war, und sagen wir, auf dialektischem Wege ein radikal Rechter geworden ist. Und wenn man dessen dialektische Synthesen, die nationalistisch aggressiv sind, hernimmt, kann man ganz gut argumentieren, warum man die negative Dialektik, also die sich nicht auflöst in Synthesen, bevorzugt vor diesem Zusammendenken der verschiedensten Gegensätze, das auch mit Größenwahn des Dialektikers in dem Fall zu tun hat. Nicht? Also Plato, der ein genialer Dialektiker war auf seine Art, nicht? Man nennt das existenzielle Dialektik, wo sich die Dialektik nicht schriftlich niedergelegt hat, um das schöne Wort zu verwenden, sondern im direkten Gespräch zum Ausdruck gekommen war, war eigentlich sehr vorsichtig. Also er hat, oder mein Lieblingszitat von Umberto Eco, der mit seiner unfassbar krächzenden Stimme gesagt hat, Burschen von der Philosophie, legt es kleiner an. Weil sonst klingt es fast wie Verschwörungstheorie, was ihr so erzählt. Nicht? Also diese großartigen Synthesen,
können natürlich durchaus gelingen, ne? Das gibt's. Aber ich bin eher für die hoffnungslose Entgegenstellung von Antithesen. Nicht? Jetzt hat eine Krankheit ja zusätzlich noch vielleicht zum Schluss auch in der Pandemie stattgefunden. Und darüber schreibst du ja auch interessante Dinge. Aber hast du drin was mitbekommen? Nein, da kriegst du gar nichts mit. Das ist eine andere Abteilung. Und ich habe das mal gesehen, da haben sie mich wegen irgendeiner Detailuntersuchung durch die Gegend gerollt. Ich war in mehreren Spitälern, da war ich in einem Spital, wo die Pandemieerkrankten direkt wie in einem Gefängnis abgesperrt waren. Und es war einfach draußen zu, die haben das zugemacht. Und dann habe ich im Pflegeheim Wien-Meidling, klingt wie eine gefährliche Drohung, wenn ich mich wiederholen darf, im Pflegeheim Wien-Meidling habe ich gesehen, was das bedeutet, wenn wenigstens ein Drittel der Leute ausfällt vom Personal, dann ist innerhalb der kürzesten Zeit ein Chaos da, wo die tapferen Mitarbeiter dort versuchen zu retten, was sie können. Nicht? Aber es ist dann verschiedenstes nicht mehr möglich und das Ganze wird sehr, sehr schwierig. Das habe ich gemerkt. Ich selbst habe übrigens auch Corona gehabt, aber ohne Symptome. Also Covid-19 oder wie das heißt, hatte ich. Ohne Symptome. Ich habe gar nichts gemerkt, außer danach eine ungesunde Appetitlosigkeit. Mhm. Und ziemlich lange und ziemlich schwierig zu ertragen. Dann schreibst du auch, dass es sozusagen das gefährliche Moment ja daran sein kann, dass es so quasi eine gesellschaftliche Probe auf den Totalitarismus darstellen kann. Ne? Die Versuchung der Politik, da jetzt so ganz autoritäre Maßnahmen zu verhängen. Und das, glaube ich, ist wirklich eine von meinen Meinungen und unseren Dafürhaltungen unabhängige Problematik. Nämlich eine Krankheit biologisch gesehen ist etwas Absolutes. Ne? Das sagen sie ja dauernd. Du kannst mit dem Virus nicht diskutieren, weil der hat kein Interesse an deinem hohen Geist. Aber in die Politik etwas absolut Gültiges einführen, ist auf der politischen Seite eben auch nicht ungefährlich. Es ist Einübung in den Totalitarismus unter Umständen. Und ich finde halt, dass diese Versuche, den sogenannten Rechtsstaat zu absolutieren, also als eine absolute Kraft, finde ich zwar inhaltlich bejahenswert. Ich bin ein Kelsen-Anhänger der ersten Stunde gewesen. Das war man in meiner Studienzeit nicht. Diesen Rechtsstaat, diesen Rechtspositivismus, wenn man da auch wiederum absolutistisch denkt, hat man diese Einübungen auch von dieser Seite her. Also es ist wirklich eine schwierige Lage im Diskurs und in der Praxis, nicht? Ich glaube, es kommt ja wohl auch auf die politische Schauspielerkunst an, wie man es anlegt. Nicht? Also die, zum Beispiel, ob man es so anlegt wie die Frau Merkel, die mit einem gewissen Respekt vor der Wissenschaft aufgetreten ist, aber doch eine gewisse Zögerlichkeit immer signalisiert hat und versucht, halt so diese Vorläufigkeit der Rationalität darzustellen im Vergleich zu unserem Kurz, der sozusagen als Haut drauf und mit Nähhammer, Polizei und dergleichen mit Lust das zelebriert. Ne? Das kann man so oder so machen. Also der Terroranschlag in Wien, der hat eigentlich bedauerlicherweise gezeigt, dass dieses System überhaupt nicht funktioniert. Weil
Ich stelle mir vor, mein Vater war Staatspolizist, ich bin Staatspolizist. Also der Vogel wäre mir nicht entgangen. Ich hätte nicht gewartet, bis er aus Kroatien oder sonst woher die Waffen heranschleppt. Also das sind sehr große Lücken und nachher eine Behandlung. Slowakei war es, glaube ich. Ja, das ist wurscht. Eine Behandlung der Opfer, die eigentlich nur erklärbar ist mit schlechtem Gewissen und Angst vor der Aufdeckung der eigenen Unfähigkeit. Da müssen die Opfer dann darum betteln, damit sie irgendwie entschädigt werden, obwohl entschädigt zu werden nicht gerade zu den edelsten Dingen der Menschheit gehört. Aber da hätte in irgendeiner einer plastischen, also einer einsichtigen und herausgestellten Form etwas passieren müssen. Aber wer weiß, nicht? Wenn es Ihnen nochmal passiert. Aber ich wollte was über die Merkel sagen. Frau Merkel ist ein gutes Beispiel für uns Schriftsteller, nicht? Wir wissen, Flaubert hat immer nach dem richtigen Wort gesucht. Nicht? Du musst das richtige Wort finden. Nicht? Und genauso wie Flaubert das richtige Wort gefunden hat, hat die Merkel das falsche Wort gefunden. Nämlich, hätte sie nicht gesagt, wir schaffen das, hätte sie es geschafft. Da wäre sie nicht konfrontierbar gewesen. Aber durch diese Formulierung, nicht, ist sie in dieser Medienwelt mit ihren Phrasen und ihren festen Bestandteilen nicht, konfrontativ gewesen. Und das hat dieser ganzen Bewegung eigentlich geschadet. Nicht? Das spricht jetzt von der Flüchtlingskrise. Nicht? Aber ja, in der Pandemie hat sie den Fehler ja nicht gemacht. Da hat sie sich anders verhalten. Und da denke ich mir, das könnte daherkommen, dass sie ja einmal Naturwissenschaften studiert hat. Und die sind bekanntlich, ich erinnere mich, ich habe einmal mit einem Naturwissenschaftler diskutiert da habe ich darauf hingewiesen, dass beim Untergang der Titanic, ne, ein Karl Kraus Thema, beim Untergang der Titanic, ja, Kraus hat dann gesagt, Gott studiert keine technischen Bücher oder so ähnlich, hieß es vorher, ein Unfall ist unmöglich. Also es ist absolut sicher. Nicht? Und das war, der Naturwissenschaftler hat also auf diese Titanic hinweisend gesagt, das ist ein Blödsinn, es ist alles unsicher, solange es nicht als sicher bewiesen ist. Nicht? Also du kannst nicht über ein Schiff, das übers Meer duckert, kannst nicht sagen, da kann nichts passieren, das ist ganz sicher, nicht? Weil da muss er, ist eh klar, was gemeint ist. Nicht? Aber dieses Nicht-Unsicherheitsgefühl, wie es der Neurotiker hat, sondern dieses Suchen nach der Sicherheit beim Nicht-Eingestehen, wir haben jetzt was ganz Sicheres, ist natürlich gegen den Totalitarismus. Nicht? Was ja eine seltsame Angelegenheit ist, weil Totalitarismus ohne technische Aufrüstung ohnmächtig ist. Nicht? Also da gibt es komplexe, einander negierende Inhalte. Nicht? Gut, gegen den Tod nutzt da die größte Aufrüstung nichts. Jetzt schauen wir mal. Die Möglichkeit besteht, dass der Tod einer technischen Lösung zugeführt wird. Nicht? In Silicon Valley arbeiten Sie daran. Ja, da arbeiten Sie daran und die Einzelnen leben dann ewig und sind dann noch weniger bedeutend. Und überall werden pseudomenschliche Teile herumliegen, nicht, die man nicht mehr brauchen kann, weil man zu den neuen hineingesetzt. Also man soll sich diesem Gedanken nicht verschließen. Die einen werden sich freuen drüber, die anderen werden es so abscheulich finden. Na gut, ein schönes Schlusswort, ein schönes halb optimistisches Schlusswort. Ich empfehle dieses Buch ausdrücklich. Es ist vieles drin, über das wir jetzt nicht geredet haben, sehr viel
Kluges, sehr viel Amüsantes, sehr viel Reflexives und Weiterführendes. Lesen Sie es. Franz, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen oder dir.